Wenn sich Eltern trennen und eine neue Partnerschaft eingehen, dann wird das Leben etwas komplizierter. Besonders für die Kinder, die dann auch mit den neuen Bezugspersonen zurechtkommen müssen. Gerade bei Festen wie dem ersten Schultag, der Konfirmation und besonders an Weihnachten haben die Kinder oftmals ganz schönen Stress, wie sich die heute 20-jährige Pia erinnert. Es war halt eher das Schlimme, jedem das gerecht zu machen, dass man auch dem Papa ein schönes Fest macht und bei der Mama und beim Stiefvater halt ist, weil man die halt doch gern gehabt hat. Da habe ich schon öfters mal nicht so tolle Tage vor Weihnachten gehabt, aber sonst haben wir es eigentlich meistens ganz gut hingekriegt. Ich bin Elke Zimmermann. Mein heutiger Gast, der dänische Familientherapeut Jesper Juhl, empfiehlt besonders hier die Familienkonferenz. Und was das ist und wie die abläuft, darüber sprechen wir gleich. Hallo nochmal zu Hauptsache Mensch, ich bin Elke Zimmermann und heute geht es darum, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen Patchwork-Familien bieten. Mein Gast ist der international bekannte Familientherapeut Jesper Juhl, der weg will vom Begriff Stiefeltern hin zu Bonuseltern. Herr Juhl, in der letzten Stunde ging es schon darum, wie sich in großen neuen Familien die einzelnen Personen zurechtfinden können und Ihr Tipp war, eine Familienkonferenz einzuführen. Warum ist die so wichtig? Da kann man von Anfang an eine sehr, sehr gelassene Ton etablieren und sagen, okay, jetzt haben wir einen Monat zusammen gewohnt, das ist das Experiment des Jahrhunderts und jetzt wollen wir hören, wie geht's uns alle? Und dann fangen die Erwachsenen an und dann folgen die Kinder und dann muss man nur dafür sorgen, dass es relativ kurz wird und nicht so eine, man muss nicht alle Probleme lösen, man muss nicht alle Konflikte analysieren, man muss nur wissen. Was zum Beispiel? Den Vierjährigen geht es jetzt wunderbar. Im Kindergarten ist voll zufrieden und glücklich jeden Tag. Der Elfjährige kämpft jetzt mit einer von seinen Lehrern und wird von seinen Lehrern gemobbt. Und da müssen wir wahrscheinlich was machen. Vater geht es im Moment sehr, sehr gut. Mutter ist ein bisschen unzufrieden, weil die wollten eigentlich gerne eine engere Beziehung zu ihr Bonuskinder haben, aber will wahrscheinlich das viel zu schnell haben. So, dann wissen wir irgendwie, wie ist es, wie geht es unserer Familie? Und das machen Kinder sehr, sehr ruhig, weil die wissen, eins, wie geht es? Zweitens, es gibt in unserer Familie eine Möglichkeit, wenn man Schwierigkeiten hat, kann man sich melden und sagen, ich habe Schwierigkeiten. Das klingt aber gut. Warum macht man das nicht in jeder Familie? Dann redet man viel die ersten 3, 4, 5 Jahre. Dann hört es langsam auf. Und dann redet man nur, wenn es große Probleme gibt. So, das heißt, jeder Gespräch, jetzt müssen wir aber reden, ist eine Drohung, weil jetzt gibt es Probleme und jetzt, wer ist jetzt schuldig? Hier in diese andere Kultur kann man eine ganz andere Stimmung gestalten. Und sagt, natürlich gibt es Konflikte, natürlich gibt es Probleme, weil so eine Familie, wie wir hier machen, das hat kaum jemand gemacht. Und jetzt müssen wir das genau folgen und sagen, wir haben diese Idee, eure Mutter und ich, das wäre sehr, sehr gut für alle. Ist das eine richtige Idee oder war das eine falsche Idee? Sie haben es gerade angesprochen, Herr Juhl. Wie lange kann es denn dauern, bis eine Patchwork-Familie zusammenwächst? Also wie viel Geduld muss man mitbringen? Viel. Viel Geduld. Und es dauert, also kommt auf dem Alter natürlich vom Kinder an und wie viele gemeinsame Kinder kommen dazu und so weiter. Aber es dauert 3, 4 Jahre. Hängt ein bisschen damit zusammen, wie lange her ist der eine oder beide Scheidungen. Aber das dauert es. Und dann muss man auch erinnern, dass in traditionellen Familien geht es ja auch nicht immer gut. Und da gibt es auch diese Ups und Downs. Es gibt Wochen, wo der 15-Jährige überhaupt nichts sagt. Und es gibt Tage, wo der Vater auch leise und abwesend ist und so weiter. So ist es ja immer und auch in einer Patchwork-Familie. Es dauert also 3 bis 4 Jahre und alle Beteiligten brauchen viel, viel Geduld, bis die neue Familie wieder rund läuft. Welche Rolle dabei das Alter der Kinder spielt, darüber spreche ich gleich weiter mit Jesper Juhl.
Mein Gast, der dänische Familientherapeut Jesper Juhl, hat gerade gesagt, dass man viel Geduld braucht, bis diese neue Familie rund läuft und dass es, na gut, 3 bis 4 Jahre dauern kann. Herr Juhl, welche Rolle spielt denn das Alter der Kinder? Ich denke, für einen 14-Jährigen sieht das ganz anders aus als für einen 6-Jährigen. Ja, für einen 6-Jährigen ist es wunderbar, Mutter oder Vater zu erleben, wenn die plötzlich sehr froh sind oder sehr glücklich sind. Für ein 15-jähriges Mädchen besonders und aber auch für die Jungs ist es oft, also die freuen sich eigentlich so geheim, aber es ist auch ein bisschen peinlich. Also, weil, also die sind, das ist dann mein Vater und jetzt ist der verliebt wie ein 17-Jähriger und was macht das? Und die haben auch Sex, man hört das durch die Wände und so weiter, das ist peinlich, ist es. Aber so ist es. Die 14-, 15-Jährigen sind ja sowieso unterwegs und sind fast nicht mehr da. Die brauchen nur eine Base und eigentlich keine Erziehung. Die brauchen nur eine Base und ein bisschen Anregung ab und zu. Nun sind ja Familien auch sehr unterschiedlich. Ich nenne als Beispiel, in der einen Familie wird die Pizza aus der Schachtel und mit den Händen gegessen und in der anderen prinzipiell nur vom Teller mit Messer und Gabel. Kann ich als Bonuselternteil sagen, so möchte ich das bei uns aber nicht haben oder so möchte ich es haben? Das kann man nicht. Und das ist einer von den großen Vorteilen, weil dann lernt man langsam, wenn man willig ist, dass dieser Perfektionismus ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, ob man seine Pizza mit Hände oder Gabel und Messer isst, hat überhaupt keine Bedeutung. Man darf sich natürlich aufregen und sagen, mein Gott, also wäre das meine Kinder, also dann wäre das unmöglich. Aber es ist nicht meine Kinder. Jetzt sitze ich mir ein bisschen in meinem Sessel zurück und jetzt beobachte ich, sind diese Kinder eigentlich, fühlen die sich wohl? Haben die Selbstvertrauen, haben die Selbstgefühl, haben die gute Freunde, machen die mehr oder weniger gute Schule und so weiter. Warum sollte ich mich denn kümmern? Man muss wahrscheinlich dann auch aufpassen, dass man nicht zum ewigen Nörgler oder Kontrollfreak wird. Ja. Weil es geht ja darüber, also wenn es zu diesen Auseinandersetzungen kommen, dann sagt man ja, also ich weiß, was richtig ist. Und ich habe das so oft getroffen, also besonders bei Männern. Ich erinnere mich an einen Vater, der hatte 3 erwachsene Jungs und dann hat er sich verliebt in eine viel jüngere Frau und die hat einen Junge 4, 5 Jahre alt, glaube ich. Und er hat die immer jeden Tag kritisiert und sagt, warum machst du das und mach nicht so und mach nicht so und so. Die haben da um Hilfe gebeten und ich habe ihn konfrontiert und gesagt, warum? Also was soll das mit deinem Kritik? Und die Mutter sagte, ja, da habe ich dir auch oft gefragt. Und der Antwort von Mann war zum 1000. Mal, ich habe selber 3 Jungs erzogen mit Erfolg. Und was die Frau nicht wusste zu sagen, konnte ich sagen, ja, das ist alles richtig. Aber du hast dieses Kind nie vorher erzogen. Und er ist anders, er hat eine andere Mutter als deine Kinder, er hat keinen Vater und so weiter, so er braucht was anderes. Für dieser Mann, der war Ingenieur, so er denkt sehr konkret normalerweise. Das war ein Schock, aber auch eine ganz, ganz neue Erkennung. Mein Gott, es ist nicht, wenn es über Liebe geht, geht es nicht über das Generelle. Es geht über das Persönliche. Und da gibt es leider auch keine Standardlösungen. Danke soweit, Jesper Juhl. Wir unterhalten uns gleich noch weiter. Zwei Menschen lernen sich kennen, die schon aus anderen Beziehungen Kinder haben. Familientherapeut Jesper Juhl sagt, dass das eine schöne Herausforderung ist. Das spiegelt sich schon allein darin, dass man die Kinder als Bonuskinder sieht und nicht als Stiefkinder. Herr Juhl, was ist denn das Wichtigste, was solch ein Bonuselternpaar beachten sollte? Also erste Aufgabe in einer Partnerschaft ist natürlich immer, seinen Partner so gut wie möglich zu unterstützen und wissen, dass in dieser Partnerschaft bin ich immer Nummer 2 sozusagen. Also für meinen Mann oder Frau sind die Kinder immer wichtiger, auch als meine Kinder. Und das muss man wissen von vorne an, weil das wird nie anders. Das immer im Hinterkopf zu behalten, kann allein schon einige Streitpunkte lösen, glaube ich. Wir bleiben beim Thema, auch nach halb.
Wenn sich zwei Menschen zusammentun, die schon Kinder haben und möglicherweise auch noch gemeinsame Kinder dazukommen, dann ist es eine ganz schöne Herausforderung. Mein Gast, der dänische Familientherapeut Jesper Juhl, hat schon vorhin gesagt, dass es im Schnitt 3 bis 4 Jahre dauert, bis sich so eine Familie neu zusammengefügt hat. Ein ganz wichtiges Mittel ist dabei die regelmäßige Familienkonferenz, in der die Stimmungslage der einzelnen Mitglieder abgefragt wird. Herr Juhl, wann kommt man denn an den Punkt, wo professionelle Hilfe, also Familienberatung, nötig ist? Also idealerweise ist das, wenn man, destruktive Konflikte erlebt. Ein destruktiver Konflikt ist ein Konflikt, der über genau dasselbe Thema sich immer häufiger wiederholt und in eine zunehmende negative Stimmung. Dann ist es Zeit, Hilfe zu holen. Könnte man nicht, wie man das ja bei einem Hausbau auch macht, schon vorher Beratung holen, um möglichst Fehler zu vermeiden? Na, was wahrscheinlich sowieso nicht geht, aber möglichst zu vermeiden. Ist denn das denkbar? Nee, das ist überhaupt denkbar, weil das haben wir ja damit haben wir ja viel Erfahrung. Nicht von diesen Bonusfamilien, sondern Pflegefamilien, die eigentlich auch versuchen, Bonuseltern zu sein. Und da wissen wir ja, dass diese Familien brauchen ständig oder regelmäßig Begleitung, Unterstützung und so weiter und einen Blick von draußen. Und das konnte man sehr gut in seine zweite, dritte Familie oder erste Patchwork-Familie sich mit einem Familienberater vereinbaren und sagen, wir wollen gerne 4-mal pro Jahr mit dir reden, um große Probleme zu vorbeugen, weil ich habe zwar eingesehen, dass ich habe gewisse Fehler gemacht in meiner ersten Familie. Ich bin unterwegs, ich versuche diese Fehler nicht zu machen, aber vielleicht mache ich andere Fehler. Und das möchte ich gerne wissen, weil dieses Verlust und dieses Gefühl, ich bin ein nicht gelungener Mensch, ist unertragbar. Und dann möchte ich lieber ein bisschen Hilfe und Anregung vom Außen haben. Nicht deswegen, dass ich hilflos bin, sondern dann, wenn ich auf meine eigene Teil verschiedene Beziehungen gucken, dann bin ich teilweise blind. Und ich brauche ein paar extra Augen manchmal. Jesper Juhl, danke fürs Gespräch. Danke auch. Falls Sie Interesse an Familien- und Eheberatung haben und wissen wollen, wo es in Ihrer Nähe Angebote gibt, die finden Sie zum Beispiel unter www.evangelische-beratung.info. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.hauptsache-mensch-radio.de. Leider geht es in Familienangelegenheiten nicht immer gut. Besonders Väter sind häufig außen vor. Ich stelle Ihnen gleich die Initiative »Wenn Papa kommt« vor. Eine Scheidung bedeutet oft auch einen neuen Lebensabschnitt und damit auch den Umzug in eine andere Stadt oder gar ein anderes Bundesland. Für Väter und für immer mehr Mütter macht es das besonders schwer, ihre Kinder regelmäßig zu sehen. Denn es geht ganz schön ins Geld, regelmäßig von einem Ende des Landes zum anderen zu fahren. Damit zumindest die Übernachtung kein Problem mehr ist, gibt es die Initiative »Wenn Papa kommt«. In diesem Fall war das jetzt einfach völlig unkompliziert. Ich bekam den Schlüssel für das Gemeindehaus beim Pastor selber. So hat er mir also eine Bettstatt eingerichtet, von dem ich dann völlig selbstständig agieren konnte. Der Münchner Christoph Koch-Erpach fährt einmal im Monat nach Baden-Baden zu seinen beiden Söhnen, 11 und 13 Jahre alt. Sein Umgangsrecht kann er nur wahrnehmen, weil es die Initiative gibt, mein Papa kommt. Wenn ich dann die Kinder besuche, habe ich nicht die Kosten und habe halt die Möglichkeit, die ich sonst nicht hätte, die Kinder zu sehen, bedingt durch meine eigene materiell nicht gerade glückliche Situation. Bevor die Ehe in die Brüche ging, kümmerte sich Christoph Koch-Erpach als Hausmann um die Kinder. Seine Frau machte Karriere. Nach der Scheidung klappte es beruflich bei ihm nicht. Deshalb ist er über die Unterstützung seines Gastgebers in Baden-Baden, ein evangelischer Pfarrer, sehr dankbar. War ganz toll und gut ab, dass er dieses Vertrauen mir auch abgenommen hat. Denn ich bin ja dann für kurze Zeit Herr über das Gemeindehaus und die Kirche gewesen. Tatsächlich sind die meisten Gastgeber mehr als nur diejenigen, die kostenlos ein Bett zur Verfügung stellen. Elfriede Schwarz weiß das aus eigener Erfahrung, sie ist Gastgeberin. In der Beziehung jetzt zu Erwachsenen, warum jetzt der so reagiert oder das gesagt hat, kann ich natürlich nichts dazu beitragen, ihm vielleicht einfach nur wirklich zuhören und kleine Tipps geben. Aber man ist involviert. Und damit der Gastgeber aber nicht zu sehr gestört wird, gibt es ganz bestimmte Regeln. Zum Beispiel darf das Kind nicht mitgebracht werden. Pro Kind sollte es mindestens 2 Gastgeber geben, damit auch mal bedenkenlos abgesagt werden kann. Und der Aufenthalt des Gastes ist begrenzt. Man möchte ja auch nicht
immer Besuch empfangen, aber auch nicht unter dem Druck stehen, dass man selber verantwortlich ist, dass das Kind jetzt keinen Besuch bekommt. Übrigens vermittelt die Leiterin der Initiative, Annette Herbert, nicht nur Vätern eine kostenlose Unterkunft, sondern auch Müttern und Großeltern. Für die Religionspädagogin ist ihre Arbeit manchmal aber auch ziemlich schmerzhaft. Das sind dann so Situationen, wo der Vater seit Wochen schon sich anmeldet bei uns. Wir vermitteln ihm einen Gastgeber, es ist alles organisiert und meldet sich dann am Nachmittag und erzählt, ich muss wieder zurück. Die Mutter öffnet die Türe nicht und ich kann einfach mit dem Kind über die Sprechanlage kommunizieren. Zwischen Mutter und Vater sind oft Verletzungen da, die achtsam begangen werden müssen, so die Leiterin der Initiative. Ich hoffe einfach, dass das Projekt deeskalierend ist, auch für diesen belasteten Weg der Verletzung. Alle weiteren Informationen zu diesem Angebot finden Sie natürlich im Internet unter meinpapa.de. Christine Büttner, Evangelische Redaktion. Das waren 2 Stunden Hauptsache Mensch mit dem Thema, wie aus Stiefeltern Bonuseltern und aus Kindern Bonuskinder werden. Mein Gast war der dänische Familientherapeut Jesper Juhl, der daran arbeitet, die Chancen und Herausforderungen eher zu sehen als die Probleme, was ja prinzipiell im Leben nicht schadet. Alle Informationen zu dieser Sendung und zum Thema Bonuseltern finden Sie unter www.hauptsache-mensch-radio.de. Ich bin Elke Zimmermann und möchte Ihnen am Schluss noch einen kurzen und prägnanten Satz von Johann Wolfgang Goethe mitgeben. 2 Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. So einfach ist das. Servus. Machen Sie es gut.